Okay, dann nehmen wir Ostern. Die Geschichte geht doch mit Ostern. Dann warst du schön zum Osteressen mit deiner Familie und danach sagst du geil, ab zum Easter Rave. Und lernst eine kennen, die will dir ein unter den Okay. Ist noch lange nicht fertig. Richtig. So. Wir benutzen hier jetzt gleich einen 5er Liner. So, hier seht ihr das, wie dick die Nadeln ist, die da drin ist. Ne? Also die aneinander gelötet werden. 35er benutze ich persönlich immer. Und da seht ihr dann die Bezeichnung. Ne? 5RL, das heißt 5er Roundliner, MT für Medium Taper. Bedeutet, dass die Nadel einfach von der vom angeschrägten mittellang ist. Da gibt es noch längere, die sind dann noch spitzer gezogen. Ich benutze gerne Medium. Wie ihr eine Tüte aufmacht, das wollte ich dann nicht erklären. Also ich werde jetzt gleich erstmal die Stelle desinfizieren und vielleicht ein feines Härchen runterrasieren, dass wir nachher auch schön was aufkleben können, damit du dann nachher nicht wirklich viel mit der Pflege zu tun hast. Ne? Okay. Die Folie, die da drauf klebt, ist auch wasserabweisend und atmungsaktiv, dass du einfach duschen gehen kannst, ohne dass du jetzt irgendwas bedenken musst. Ne? Dann zeichne ich das erstmal alles auf, dann schauen wir uns das nochmal an, dass du dann gucken kannst, wie dir das gefällt. Dann können wir natürlich auch noch so oft umändern, wie du möchtest. Ne? Okay. Und dann lassen wir es kurz trocknen und dann geht's los. Ja? Okay. Perfekt. Haben wir das jetzt diesmal gar nicht gemacht? Haben wir gar nicht. Naja, das hält gleich auf jeden Fall richtig gut, das Denzel. Der ist immer Pflegelein. Daniel, ist das gut? Vielleicht noch? Ja, top, alles klar, machen wir so. hier möchte ich auch noch eine Anlage dran anschließen. An diesem Teil, weil, kennst du dieses Video nicht, wo die an diesem Kaffeeautomaten noch rutte. Ich mach's mal an. Lampe noch weiter nach vorne. Du weißt, ich bin Linkshänder, geil. Ich habe da keinen Platz für meinen Fahrgestell. Ja, kein Problem. Wir können ja gleich noch alles umstellen und machen. Einen, der hat ein Nilpferd auf dem Arsch gekriegt. Das ist auch mein. Wie klein ist deine kleinste Leine? 3. Hast du 5 auf? Ja. Dann nehme ich die 5er. Ja, okay. Ich glaube, ich kippe ihn ganz schnell um hier, oder? Da muss ich mich erstmal sehr konzentrieren. Hier, Chin-Chin. Genau, Chinsano. Das Team. Ey, was bist du denn für ein Eromane? Dunkel. ich hab noch eins. Ich hab's extra hier festgehalten, aber durch den Handschuh ist das einfach rausgekommen. Ja, gib mal her, ich schmeiß das weg. Alter, das hat in den Augen gebitzelt, du.